Zunächst schauen wir uns das sogenannte Kirchhoffsche Spannungsgesetz an. Also es gibt zwei Kirchhoffsche Gesetze, die gemeinsam fast so wichtig sind wie das Ohmsche Gesetz. Und davon schauen wir uns heute nur das erste an und das zweite kommt dann das nächste Mal. So, wobei geht es im Kirchhoffschen Spannungsgesetz? Ich habe einen Schaltplan hier und dann kann ich quasi zu jedem Bauteil schauen, wie die Spannung an dem Bauteil ist. Und diese Spannung an dem Bauteil, die kann ich einzeichnen mit so einem kleinen Pfeil. Das nehmen wir da, schwarz. So, wenn das zum Beispiel mein Widerstand R1 ist, dann könnte ich hier so einen Spannungspfeil machen daneben und dann hinschreiben, das ist U1. Die Spannung an diesem Bauteil. Und diesen Pfeil, den macht man so, dass er immer von Plus nach Minus zeigt. Und diese Spannung, die wir an diesem Widerstand messen, die nennen wir eben auch den Spannungsabfall an dem Widerstand. Weil wenn wir uns dann quasi entlang des Stroms dazu bewegen, dann sehen wir, die Spannung wird weniger. Wir sagen, die Spannung fällt ab. Und das ist einfach der Name, den wir dafür gegeben haben. Spannungsabfall an einem Bauteil. Und das Kirchhoffsche Spannungsgesetz sagt uns jetzt etwas darüber, wie sich diese Spannungsabfälle in einer Schaltung zueinander verhalten. Also wenn ich nur einen einzelnen Bauteil für sich allein habe, dann nutzt mir das Kirchhoffsche Spannungsgesetz überhaupt nicht, um irgendwelche Aussagen dazu tätigen. Wenn ich aber ein ganzes Netzwerk von Bauteilen habe, dann kann ich das mit dem Kirchhoffschen Spannungsgesetz verknüpfen. Und das geht folgendermaßen. Ich gehe da jetzt mal durch und schreibe überall einen Namen hin. Zu jedem Bauteil und dann mache ich überall meine Spannung, die ich da einzeichne als Spannungsabfall. Das ist U2, das ist U3, das ist U4 und das ist U5. Dann haben wir noch einen Spannungsabfall, weil wir haben noch ein Bauteil, nämlich unsere Quelle, das ist ja auch ein Bauteil. Da mache ich jetzt hier einen Pfeil und da schreibe ich jetzt hin U0. Also oft nimmt man für die Quelle U0. Die Informatiker finden sicherlich nichts dabei, dass man da einfach mit 0 anfängt zum Zählen. Für die anderen ist das vielleicht ein bisschen ungewohnt. So, das Kirchhoffsche Spannungsgesetz sagt jetzt, wenn ich in dieser Schaltung irgendwie im Kreis gehe, also egal wie, das Kriterium ist nur, ich lande am Schluss wieder dort, wo ich gestartet bin und während ich da im Kreis gehe, summiere ich die Spannungen auf, die abfallen an den Bauteilen, über die ich mich bewege, dann ist diese Summe immer 0. Das heißt, wenn wir zum Beispiel hier anfangen und wir bewegen uns da runter, dann habe ich hier irgendwie U2. Und dann bewegen wir uns da noch weiter runter, dann habe ich plus U3. So, und jetzt gehe ich hier rauf, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil ich mich hier gegen die Richtung von dem Pfeil bewege, weil ich mich hier, muss ich sagen, minus U0. Und das ist 0, das sagt das Kirchhoffsche Gesetz. Also wenn ich da irgendwie im Kreis gehe, dann und ich muss eben immer berücksichtigen, ob ich in oder gegen der Richtung von diesem Pfeil gehe, dann ist die Summe immer 0, das hebt sich immer aus. Das heißt, U3 muss ja 5 sein, wenn U5 ist. Ja, das ist völlig richtig. U3 muss 5 sein, weil U3 müsste gleich um 5 sein. Das ist eine hervorragende Beobachtung, weil ich kann ja quasi hier so im Kreis gehen. Und daraus kann ich quasi sagen, U3, wenn ich da runtergehe, minus U5, da ich wieder raufgehe und jetzt gegen die Pfeilrichtung, ist gleich 0. Weil wenn ich da bin, das ist ja schon der gleiche Netzwerkknoten. Und das kann ich ja umformen. Ich brauche nur das 5 auf die andere Seite holen. Und wenn ich beide Seiten plus 5 nehme, dann habe ich U3 ist gleich U5. Das ist die erste direkte Konsequenz, die ich aus diesem Kirchhoffschen Spannungsgesetz habe. Dass wenn zwei Dinge parallel geschalten sind, dann fällt auch immer die gleiche Spannung an denen ab. Weil ich kann ja am einen runtergehen, am anderen wieder raus, dann muss es 0 sein. Also hebt sich das so. Und das gilt eben für jeden Umlauf. Also Umlauf, das ist wieder so ein Begriff,
Das bezeichnet einfach quasi irgendeine Strecke, die ich da im Kreis gehen kann, sodass das eine geschlossene Schleife ist. Ich lande dort, wo ich angefangen habe. Und in jedem dieser Umlauf ist die Summe aller Spannungsabfälle 0. Wobei man eben, wenn man sich gegen den Pfeil bewegt, immer das Minus rechnet. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja gut, was ist denn, wenn ich diesen Pfeil andersrum zeichne? Dann könnte ich quasi sagen, ich nehme das weg und dieser Pfeil zeigt dann rauf und dann hätte ich ja quasi plus U0. Aber wenn ich diesen Pfeil raufzeichne und wir sagen, der Pfeil geht ja quasi vom Positiven zum Negativen, dann muss U0 auf einmal negativ werden. Also wenn wir jetzt hier 9 Volt hätten und hier hätten wir 0 Volt, dann wäre hier U0 9 Volt. Weil wir sagen, dass die Spannung, die von hier, diesem Potential zu diesem hier abfällt, 9 minus 0 ist 0. Jetzt könnte ich eine andere Spannung einzeichnen. Ich könnte irgendwie sagen, dass da so rauf ist jetzt meine U, ich nenne es X, UX. Dann muss ich halt sagen, dieses Potential minus dieses Potential, das ist mein UX. Und das wäre 0 Volt minus 9 Volt, das ist minus 9 Volt. Und dann stimmt es auch wieder. Weil dann könnte ich sagen, U2 plus U3, U2 plus U3 plus UX, weil ich jetzt quasi diese UX-Richtung wähle, und da bewege ich mich in Pfeilrichtung, ist gleich 0. Aber wir sehen, dass ja UX nichts anderes ist als minus U0. Also kommt das und das auf das Gleiche raus. Also es ist egal, wie ich diese Pfeile einzeichne. Konvention ist halt von den positiven Spannungen zu den negativen Spannungen und dann ist halt der Spannungsabfall eine positive Zahl, aber ich muss nicht vorher unbedingt wissen, in welche Richtung die Spannung abfällt, weil wenn ich mich quasi mit der Richtung des Pfeils geirrt habe, dann sage ich einfach, das ist eine negative Zahl und dann stimmt das auch wieder alles. Also das ist das Kirchhoffsche Spannungsgesetz. Dieses in einem Umlauf. Und das ergibt sich eigentlich unmittelbar daraus, dass wir sagen, ich muss jedem Netzwerkknoten ein Potential zuweisen können. Weil, was ist denn die Spannung, die abfällt? Die Spannung, die abfällt, ist immer eine Potentialdifferenz. Das heißt, wenn ich von hier nach da gehe, die Spannung, die abfällt, ist quasi dieses Potential minus dieses Potential. Und wenn ich dann über irgendeinen Weg wieder dorthin zurückkomme, muss ich wieder auf dem gleichen Zahlenwert landen. Sonst war es von Anfang an nicht gültig, dass ich quasi diesem Knoten hier einen fixen Zahlenwert als Potential zuordne. Also das ergibt sich direkt aus dieser Annahme, dass wir es hier mit diesen konservativen Feldern zu tun haben, dass ich jedem Knoten überhaupt ein Potential zuweisen kann. Daraus muss ich dann automatisch ergeben, wenn ich die Potentialdifferenzen nehme und mich irgendwo bewege und dann komme ich wieder dorthin zurück, wo ich angefangen habe, dann muss ich dort immer noch den gleichen Zahlenwert vorfinden. Nichts anderes sagt das Kirchhoffsche Spannungsgesetz aus. So, steht da noch irgendetwas? Null, habe ich das Vorzeichen. Ja, so. Passt. Das ist genau das, was ich erzählt habe. Puh. Gibt es dazu Fragen? Ich habe noch eine Frage von meinem Verständnis. Bei der Schaltung R1 und R2, das sind jetzt zwei Widerstände. Ja? Mhm. In meiner Vorstellung sucht sich der Strom sozusagen den Weg des geringsten Widerstandes. Mhm. Und die Potenziale von den beiden Netzwerkknoten sind ja gleich. Mhm. Das heißt, wenn das jetzt zwei unterschiedliche Widerstände sind, der eine ist höher, der andere ist niedriger, mhm, dann würde der Strom, wenn ich in dem Bauteil messen könnte, nur durch einen der beiden Widerstände laufen und der zweite liegt brach oder läuft dann ein Teil doch durch den anderen? Also danke, ist eine hervorragende Frage. Die Aussage, der Strom geht den Weg des geringsten Widerstandes, ist falsch. Ich weiß, das sagt man so und das stimmt auch näherungsweise. Wenn ich zwei Widerstände parallel nehme und der eine ist irgendwie ein Gigaohm und der andere ist ein Ohm, dann wird fast der gesamte Strom durch diesen 1 Ohm Widerstand gehen. Aber es geht immer noch ein kleiner Strom durch diesen 1 Gigaohm Widerstand, nämlich ein Milliardstel des Stromes, der durch den 1 Ohm Widerstand geht. Und darum kann man quasi, wenn man Systeme hat, wo man einen sehr großen und einen sehr kleinen Widerstand parallel hat,
kann man näherungsweise sagen, der Strom folgt dem Weg des geringsten Widerstandes. Richtiger wäre es zu sagen, der Strom teilt sich indirekt proportional zum Widerstandswert auf. Und wir werden dann bei den Stromteilern noch dazu kommen und dann ist, glaube ich, die Frage beantwortet. So, gibt es sonst noch Fragen? Gut, dann schauen wir uns das nochmal an anhand eines Beispiels, weil ich glaube, wir haben da was. Ein Beispiel, wir machen eine Diskussion. Oh, wir haben eine Diskussion. Das habe ich aber vorher schon gesagt, aber vielleicht kann sie mal paraphrasieren. Was hat das Kirchhoffsche Spannungsgesetz damit zu tun, dass jeder Netzwerkknoten genau ein elektrisches Potenzial hat? Ja, wenn ich jetzt im Kreis mich bewege und wieder dort ankomme, wo ich rausgekommen bin, muss die Differenz in Summe null sein. Genau. Also ich kann auch, wenn wir wieder von dem Beispiel von Höhe über den Meeresspiegel gehen, kann ich auch sagen, jedem geografischen Punkt ordne ich eine Höhe über den Meeresspiegel zu. Und wenn ich jetzt die Spannungsabfälle mir anschaue, wenn ich über die Schaltung mich bewege, könnte ich genauso gut quasi schauen, wenn ich in der Gegend herumspaziere, um wie viele Meter gehe ich runter und wie viele Meter gehe ich rauf. Und wenn ich das jetzt zusammen addiere für meine ganze Wanderung und dann lande ich wieder am ursprünglichen Punkt, dann muss ich auf die ursprüngliche Höhe über den Meeresspiegel kommen. Also wenn ich nämlich nicht irgendwie verrechnet habe oder das eine seltsam surreale Oberfläche ist, auf der ich mich bewege, muss das genau sein. Ne? Und genauso verhält sich es eben hier. Wenn ich also sage, diese Potenziale, das verhält sich so wie Höhe über den Meeresspiegel, wenn ich mich bewege und ich gehe einen Schritt bergab, wie viel habe ich mich bergab bewegt? Naja, die Differenz von dem alten Höhe über dem Meeresspiegel zu einer neuen Höhe über dem Meeresspiegel, wenn ich diese Differenzen immer mitprotokolliere und zusammenschreibe und am Schluss bin ich dort, wo ich war, dann werde ich ja wieder über der gleichen Höhe über dem Meeresspiegel sein. Genauso verhält sich das hier mit diesen Potenzialen. Gut, und damit hängt das dann mit dem Kirchhoffschen Spannungsgesetz zusammen, weil er sagt eben nichts anderes als diesen Sachverhalt. Nur ein bisschen anders formuliert. Nämlich vor allem in einer Art und Weise formuliert, in der wir es leicht in Formeln ausdrücken können. Das Erste, das ist gut zum Verständnis, aber es ist dann schwierig, weil man eben gesagt, schreiben wir mal alle Formeln auf, die das Verhalten dieser Schaltung beschreiben. Aber hier kann ich mir überlegen, okay, wie viele voneinander verschiedene Möglichkeiten habe ich, mich in dieser Schaltung im Kreis zu bewegen. Und für jeden dieser Kreise, die ich da gehen kann, schreibe ich eine Formel auf. Dann habe ich eine ganze Menge Formeln, die mir diese Schaltung beschreiben. Und ich habe hier vier verschiedene unbekannte Größen. Und wer die Schulzeit noch nicht so ganz vergessen hat, der weiß irgendwie, wenn ich ein Gleichungssystem habe mit mehreren unbekannten Größen, dann brauche ich auch mehrere Gleichungen. Nämlich genauso viele, wie ich unbekannte habe. Gut. Ups. Übung. Letztes Experiment für heute. Messen Sie im folgenden Versuchsaufbau die Spannungen und zeichnen Sie die Spannungsabfälle durch Pfeile, immer von Plus nach Minus, neben den Bauteilsymbolen ein und überprüfen Sie das Kirchhoffsche Spannungsgesetz in dieser Schaltung. Das möchten wir machen. Also im Grunde machen wir das gleiche, was wir hier machen, nur dass wir eine einfachere Schaltung haben und dann auch wirklich Zahlenwerte haben werden, weil wir werden die messen. So. Dann. Vielleicht ist das nicht gescheit, das mit Rot zu machen. Sehr schön. Dann haben wir hier 1K, 2K, 2, NK und 1K. Das ist durchaus üblich, wenn man Bauteile hat, dass man den Wert hinschreibt, aber nicht die Einheit, weil man weiß irgendwie, ein Widerstand wird in Ohm gemessen und dann ist 1K 1 Kilo Ohm.
Und das ist auch durchaus üblich, wenn man sowas hat wie zum Beispiel 2,2 Kiloohm, dass man dann nicht schreibt 2.2k, wie man es eigentlich normalerweise machen würde, sondern dass man dieses SI-Präfix, das K, in die Mitte hineinschreibt. Der Grund ist wieder das gleiche, wie wir es gehabt mit dem Knödel. Wenn man das eben mit 2,2k 100 Mal kopiert, dann kann man nicht mehr erkennen, dass das 22 Kiloohm sein sollen oder 2,2 Kiloohm. Also schreibt man das K in die Mitte und dann ist es eindeutig, man meint hier 2,2 Kiloohm. So. Diese Art von Schaltung nennt man eine unbalancierte Brücke. Wenn jemand ET studiert, dann wird er damit genervt, dass er solche Sachen ausrechnen muss. Wir rechnen jetzt wenig, weil wir messen im Wesentlichen. Ich habe diese Schaltung mal hier aufgebaut. Hier im Skriptum steht 9 Volt. Wir werden aber trotzdem messen, wie viel es wirklich sind, weil unsere Batterie halt nicht so ganz 9 Volt hat. Die ist schon ein bisschen länger im Einsatz. Die hat nur noch 8, irgendwas haben wir vorher gesehen. So. Gut, darf ich dich wieder als Kamerakind bemühen? So, warte, ich muss jetzt schauen. Da ist der 2,2 Widerstand. So. Dann schließt man das alles irgendwie mal an. Ups. So, ist gleich eine weitere Aufgabe, weil jetzt kommt noch das Multimeter ins Spiel. Das wollen wir ja auch irgendwie sehen. So, also wir messen jetzt mal einfach an den, hier direkt außen, sieht man das halbwegs? Naja, das ist jetzt die Spannung von der, na, jetzt. 8,7 Volt, das ist die Spannung, die meine 9 Volt Batterie noch liefert. Das ist nur das normale 9 Volt, das hat das vielleicht in den ersten paar Sekunden, nachdem man es in Betrieb nimmt, und dann ist es wieder weg. Gut, dann können wir hier mal einzeichnen, einen Spannungspfeil. 9 Volt. So. Wie viele Spannungspfeile brauche ich noch? Wer sagt 4? Wer sagt 3? Okay. Wer sagt 2? Wer sagt 1? Wer sagt eine Zahl, die ich noch nicht gesagt habe? Nein, es sind noch 2. Also man könnte jetzt sagen, man misst einfach mal an dem Widerstand und dann misst man an dem Widerstand. Aber was ich ja messe, ist eigentlich die Potentialdifferenz zwischen diesem Netzwerkknoten und diesem Netzwerkknoten. Und dann ist es wurscht, ob ich die an dem Widerstand messe oder an dem Widerstand. Also zumindest in der Theorie. In der Praxis kann man sagen, da sind wieder Leitungen dazwischen und so, dann können Sie das doch ein bisschen unterscheiden. Wir gehen mal davon aus, in unserem einfachen kleinen Beispiel, dass das schon passt, unsere Theorie von diesen idealen Netzwerken. Und dann brauche ich eigentlich nur noch hier einen Spannungspfeil und hier einen Spannungspfeil und damit ist es erledigt. Aber ist es dann, dass die Klinik, dass da ein größerer Widerstand ist, dann so wieder zusammenhängt und den Nährstoff auf der anderen Seite? Ja, es fließt hier mehr Strom als da. Aber das ändert nichts daran, wie viel Spannung abfällt. Nein, nein. Genau. Aber wenn wir den Strom messen würden, müssten wir noch mehr messen. Da ist auch komplizierter, weil dann müssen wir irgendwie da durchtrennen, aber das machen wir nicht, sondern wenn wir den Strom wissen wollten, messen wir genauso die Spannungen, wir wissen den Widerstandswert und dann können wir uns den Strom ausrechnen. So, aber diese beiden Pfeile brauchen wir noch und die sind halt quasi gleich diesen Pfeilen. Dann messen wir mal x, den oberen von den beiden. So, 5,01. Der 9 Volt geschrieben. Wie viel waren es denn? 8,7 Volt. So. Und da waren es jetzt 5,01. Ja?
Gut. Das heißt, wie viel erwarten wir? 3,69, genau. Und mal schauen, ob das auch richtig stimmt. So. Ist durchaus akzeptabel. Wir schauen jetzt noch einmal, was die Batterie sagt. 8,65. So. Und jetzt kann man sich echt überlegen, wo ist dieses 0,1 Volt hergekommen, aber beim Multimeter, deswegen, wenn du diese Genauigkeit bietet, braucht man uns darüber wirklich keine Gedanken machen. Dass das, wenn an der letzten Stelle eins rauf oder runter sind. Das heißt, wir können sagen, diese Schaltung verhält sich konform zum Kirchhoffschen Gesetz. Und ich postuliere jetzt mal, dass das für fast alle Schaltungen zutrifft. Leider nicht für alle, aber da sind wir dann wieder mit dem, wie sich die Felder wirklich verhalten. Aber für alles, was wir hier machen in dem Kurs, können wir sagen, das Kirchhoffsche Gesetz gilt. Das ist quasi, für uns ist das ein Naturgesetz. Ein Physiker würde sagen, es ist eine Annahme, aber für uns ist es ein Naturgesetz. Aber wird die Werte jetzt genauso sein, wenn man die Dienste ständig gar nicht hätten? Wenn wir die nicht hätten, dann hätten wir andere Spannungen. Die Spannungen würden zwar immer noch in Summe diese Spannung ergeben, aber sie würden sich anders aufteilen. Es hat einfach damit zu tun, dass diese beiden Widerstände so in Parallel, die verhalten sich halt wie 0,5 Kiloohm und die verhalten sich wie ein bisschen mehr als 0,5 Kiloohm. Und wenn man die beiden wegnimmt, hätten wir schon ein 1:2 Verhältnis. Und das hier ist kein 1:2 Verhältnis. Aber dazu kommen wir eh noch, wenn wir uns das Kirchhoffsche Stromgesetz anschauen und später dann die Spannungsteiler, da werden wir nämlich genau sehen, warum sich das so verhält. Jetzt werfe ich das mal so in einen Raum und tue es, als ob das eh alles klar ist. Aber der Kirchhoff, der hat sicher lang gebraucht, bis er drauf gekommen ist, dass das eh klar ist, wie sich das verhält. Gut. Eine Frage. Ja. Hast du am Voltmeter sich das verstellt, die Ampere hochgedreht, dass du messen kannst, den Sport und Sprachen kommen? Nein, ich habe nur auf 20 Volt Range eingestellt, weil ich halt schon gewusst habe, wenn ich da meine 9 Volt Batterie habe und das sind alles etwa gleiche Werte, dann komme ich mit der 20 Volt Range gut überall aus. Die nächst kleinere wäre wahrscheinlich 2 Volt, genau 2000 Millivolt. Das wäre definitiv zu klein gewesen für diese Spannungen und dann habe ich einfach gemessen. Und dann aber zwischendurch immer das Problem gehabt, dass es einen Wackelkontakt gegeben hat. Und das liegt einfach daran, dass ich hier reindrücke und sehe, es passt und dann will ich es aber lesen. Ich kann es nicht spiegelverkehrt lesen. Also schaue ich da hin und komme. Schaue ich dahin, hebe ich irgendwie leicht an und dann ist der Kontakt nicht mehr da drin und das war ein bisschen gewackelt. Das war nur ich mit meiner Ungeschicklichkeit. Sonst Fragen? So, kommt da noch was?